Frankreichs Helden zurück in der Heimat. Hunderttausende Fans feierten am Montag ihre Weltmeister auf dem im Rauch gehüllten Prachtboulevard Champs-Élysées. Die Spieler und der Trainer präsentierten die goldene Trophäe ihren überglücklichen Anhängern. 3 Stunden warten für 3 Sekunden von der Mannschaft, aber wir sind sehr glücklich. Alle sind richtig stolz und das Wetter ist toll. Wir sind Weltmeister, was will man mehr? 1998 habe ich den Titelgewinn nicht miterlebt, weil ich noch nicht geboren war. Ich bin so stolz. Wir sind so glücklich. Die Fliegerstaffel war da, der Bus war da, wir haben die Spieler gesehen und den WM-Pokal. Wir sind echt glücklich. Hören Sie einfach diese Fans. Im Anschluss empfing Präsident Emmanuel Macron die siegreiche Mannschaft im Garten des Élysée-Palastes. Die Franzosen hatten sich am Sonntag durch das 4:2 gegen Kroatien nach 1998 zum zweiten Mal die Krone des Weltfußballs aufgesetzt.